Boah, Alter. Bin ich mit meinen MV-Öfen verwöhnt, Alter. Ich dachte mir hier so, ja, dann machst du mal kurz Folgenpause, bis die Öfen fertig sind. Und dann brauchen sie geschlagene 3 Stunden für die Scheiße. Heieiei. Okay. Aber gut. Egal. Sind fertig. Let's go. So. Ja, Dunkel wird's auch schon. Danke dafür. Ich muss mal ganz kurz gucken. Ich will mal ganz kurz gucken. Ich will mal ganz kurz ein bisschen Erde ab, Stein abschlagen. Wir brauchen unbedingt Stein. Cobblestone für den Kamin. Eine super krasse Bohrmaschine habe ich ja leider nicht dabei. Von daher müssen wir mal hier irgendwie bitte in den Boden schlagen und dann mal gucken. Oh. Da sind Fackeln. Oh. Fackeln. Oh. Einmal hier ein bisschen bunt reinschlagen und dann mal gucken, was dabei rauskommt. So soll's reichen. Let's go. Ab nach Hause. Oh, ich vergesse, hier wächst Gemüse. Lol. So, die Kisten können wir langsam mal reinstellen. Ne, die draußen, die fangen ja an, draußen zu verwittern. Was ist denn hinten los? Ist da Licht? So. Und zwar weg, weg. Du, mein Freund. Kommst mal da. Und dann brauche ich einmal eins. Also ich kann auch einfach, indem ich hier nur einen Block hinmache. Ich brauche hiervon eins. Und hiervon eins. Perfekt. Dankeschön. So, so. So, so, so. Und jetzt kommt's. Du, mein Freund, kommst auch da. Das funktioniert ja super. Du, mein Freund, kommst auch da. Ich hasse mein Leben. Du, mein Freund, kommst auch da. Klappt genauso wenig. Du, mein Freund, kommst noch da. Wo ist mein Replacement-Tool? Dankeschön. Oh mein Gott. Wir werden alle sterben. So. Mach ich mit dem anderen am besten auch gleich mal so. Perfekt. Schon ein wunderschöner Ofen. Mit der Schornstein. Der Schornstein. Da, Schornstein. Oh, Schornstein. So, wir haben da ein, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Sand. Wir brauchen ja oben noch einen Querbalkenträger längs Dunks. Das heißt, warum haben wir so viel Holz? Einfach weiß er schon. Wir müssen sowieso erstmal die Kisten nach drin bringen. Über dieses Rausrennen hier macht mich kirre. So, erstmal gehen wir pennen. Hier schön in der Ecke. Oh no. Aber es ist nicht da, wo es warm ist. No. Oh. Schon geschlafen. Bumm. Oh, das ist hell. Sehr geil. So. Kisten. Und zwar würde ich gerne eine Kiste. Also da soll ja hier so Bett sein. Also hier so das Bett. Das heißt, ich würde eine Kiste gerne. Ja doch, genau, eine Kiste machen wir hier hin und die andere Kiste machen wir da so hin. Das macht voll Sinn. Jetzt ist die Frage, was ist was? Ich klatsch erstmal. Ach. Die Kisten, die haben eh keine Ordnung. Ich nehme also erstmal einfach alles, was hier ist. Und klatsche die in die Kiste. Die da jetzt schon steht. Mit dem eher grölligen Zeug. Und die Kiste, die dann bei den Öfen ist, ist dann die mit dem ganzen anderen Krimskrams.
Wie gesagt, in der Wohnung werden wir eh nicht so viel abhängen. Die ist ja eher nur so zur Zierde. Von daher drauf geschissen. Vielleicht werden wir die Kisten bei gegebener Zeit doch wieder komplett ausräumen und dann, ne, weil das ganze Zeug hier brauchen wir hier sowieso nicht. Ist ja gerade das ganze Holz würde ich lieber bei unserem richtigen Haus haben. Das macht ja hier überhaupt keinen Sinn, wenn ich mal so drüber nachdenke. Aber gut. Jetzt erstmal kann es alles hier bleiben. So, müssen wir uns das gucken hier. Habe ich den Regier? Ja, die habe ich hier natürlich reingepackt. Ach, ich. Intelligenzbestie. So, du kommst nach da und nach da. Schwuppdi-dupfi. Ja, sieht aus, als wenn hier wirklich nichts wächst, ne? Ich meine, ich weiß, die Dinger brauchen teilweise sehr lange, von daher weiß ich nicht, ob es daran liegt. Oh, schon wieder zwei gewachsen. Wie ich mich darüber aufrege, dass meine Bäume wachsen, ne? Macht halt so gar keinen Sinn. So, die Axt müssen wir dann auch bei Zeit mal wieder reparieren. Sonst segnet sie bald das Zeitliche. So rum, genau. Goddammit. Macht voll Sinn. Oh, ja, Hunger und so. Eigentlich will ich die ganzen Stuff hier gar nicht mehr haben, Leute. Gut, eigentlich würde das ganze Zeug viel lieber in meiner eigentlichen Wohnung haben, als hier zu verschwenden. Ich meine, gut, so ein Scheiß wie das ganze Grünzeug, da kann ruhig hier bleiben. Aber ansonsten das ganze richtige Zeug, so wie, weiß nicht, alles. Hätte ich halt schon gerne lieber in meiner eigentlichen Wohnung. Und nicht an 20 verschiedenen Orten. Fuck you. Aber mal schauen, was wir davon mitnehmen in unserer eigentlichen Wohnung. So. Okay. So. Was wir jetzt auf jeden Fall brauchen? Sand. So, mit dem Sand würde ich mich jetzt gerne tatsächlich nochmal hier hochgehen. Ja, das war ja voll intelligent. Ja, das war ja voll intelligent. Wo ist meine Scheißschippe? Hallo? So, wir brauchen natürlich auch noch das Holz und das scheiß Replacement Tool. Jetzt können wir erst hochgehen. So, jetzt die Frage. Da ist ein Block, zwei Blöcke, drei Blöcke, also müssen hier vier Blöcke sein. Hat das geklappt? Ja, hat geklappt. Sehr geil. So. Ne, denn, weil hier liegt das Dach so drauf. Thank you.
Richtig. Komm schon. Verdammt. So. Boink. So. Lala. Geschafft. Das ist doch richtig, ne? 1, 2. Also hier muss er hier. Ist der Block 1, müsste der Block 1 hoch sein, hier 2, hier 3, also müsste der Block da 4 hoch sein. Sieht richtig aus. So, machen wir hier. Perfekt. So. Da können sie nämlich bitte das Dach so drüber geschlagen, über diese drei Balken. So die Idee. Gut, da muss der Schornstein wahrscheinlich noch ein bisschen länger, ein bisschen höher werden, aber das kann man ja mal machen. Oh, die wachsen scheinbar wirklich nicht, ne? Das ist natürlich scheiße. Das ist natürlich nicht so geil. So, jetzt können wir mal gucken hier, dass das Dach so aber so hoch sein muss. Eigentlich bräuchte ich mal Erde. Weißt du was? Fick die Henne. Ich räume erstmal jetzt Inventar auf. Ich nehme erstmal alles mit. Was mache ich hier gerade? Ich wollte doch die Taschen voll machen, nicht leer machen. Ach, scheiße. Gut, jetzt kriege ich sowieso nicht alles mit. Kannst halt original vergessen. Ich nehme das wichtigste Zeug mit. Zum Beispiel, die brauche ich auf jeden Fall noch hier. Ja, schwierig, schwierig, schwierig. Aber ich will jetzt mein Stuff nicht unbedingt an zwei Orten lassen. Weil dann weiß ich immer nicht, wo ich suchen soll. Wenn ich es nicht finde, muss ich immer nicht nur die Kisten bei mir durchsuchen, sondern auch noch die beiden Kisten hier durchsuchen. Wenn ich irgendwas nicht finde, das ist ganz schön deprimierend. Von daher nehme ich erstmal alles mit nach Hause. So, ganz alle Teamblätter, die können weg. Ist auch voll? Ja, ist auch voll. Na gut. So. Ich sollte sowieso mal ein bisschen sortieren, dass ich hier nicht alles doppelt moppelt habe. So. Kiste Nummer 1 schon mal leer. So, hier passt nichts mehr. Doch, du. Hier wäre dann nochmal Blätter. Okay, alles voll. So. Dann packen wir nochmal ein paar Blätter rein. Und hier haben wir noch eine Tasche. Halt, das brauchen wir auf jeden Fall hier. Das heißt, die lassen wir auch mal hier, weil die haben wir extra hierfür gemacht. Die jetzt mitzunehmen wäre relativ sinnfrei. So, und so Blumengedings kann auch hier bleiben. Brauchen wir auch nicht. Da. Rest ist eigentlich egal. Komm. Ah, können wir sogar alles mit. Lol, haben wir wirklich alles mitbekommen. Wie krass korrekt ist das denn, bitte? Das macht ja mal gar keinen Sinn. Ja, der Bier ist fett. Da, fett. Was? Text muss nicht stimmen, Hauptsache der Bier ist fett. Huh.
Okay. So, mal gucken. Nee. Erstmal rauskommen. Ich sehe hier so viele Bäume. Die können wir alle abschlagen. Die können wir alle umbringen. Kein Mensch braucht euch, ihr Bitches. Ab nach Hause. Und dann gucken wir mal ganz in Ruhe, wenn wir alles zu Hause haben, alles an einem Platz haben, was sinnvoll wäre, davon dann tatsächlich drüben zu lassen. Ne? So wie die, zum Beispiel diese Bricks. Die sind ja extra für drüben angefertigt. Ich dachte gerade, das hinten ist mein Solarpanel. Warum ist das so weit weg von dem Haus? Aber nee, das ist ja der Aussichtsturm. War gerade ein bisschen verwirrt. Aber gut. Ja, was war gerade sagen? Und die Lü? Genau. Nee, erstmal alles da reinräumen und dann gucken, was wir vielleicht wirklich brauchen. Weil, wie gesagt, das Haus, das soll ja eher dekorativ sein, das soll ja keine Funktion haben. Von daher brauchen wir doch keine Sachen lagern. Das macht halt einfach lagertechnisch halt überhaupt keinen Sinn. Weil, wie gesagt, dann aber zwei Orte, wo wir Sachen lagern und ja, wenn wir irgendwas suchen und nicht haben, müssen wir bei dem anderen Haus auch noch gucken, ob wir es nicht da vielleicht haben. Ja, das ist dumm. Aber es macht halt keinen Sinn. Deswegen abgelehnt. So, das heißt, hier. Erstmal hier Grünzeug. Ich mache erstmal das ganze Grünzeug hier rein. Dann haben wir schon direkt mehr Platz. So. Ihr kommt da mit rein. Das kommt da rein. Das kommt da rein. Das. Ja, auch das Boot packe ich erstmal weg. Because I want this so. So. Du da rein. Die anderen drei kann ich eigentlich auch gleich reparieren. Lol. Apropos, weißt bevor ich hier die irgendwann mal vergesse, ob ich denn wunder, wo sie sind. So, perfekt. Jetzt muss man das kurz gucken. Was ist denn hier passiert? What the fuck? Habe ich den auch irgendwann mal platziert? Bin ich schon so reif für die Klapse? So, zuallererst, was kann hier in die Kisten? Hier kann eigentlich alles rein, sogar die Blätter können hier rein. Das heißt, manchmal hab ich nicht gerade die Blätter noch umgepackt? Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ja, bin ich. Okay, let's go. So, das heißt Blätter. Zuallererst die ganzen Blätter. Da wäre zum Glück massenhaft. Sieht schon ein bisschen leer aus. Das sieht gut aus. So, dann würde ich mal sagen. Räumen wir erstmal das ganze Geröll, das ganze grobe Zeug hier raus. Habe ich dich nicht noch irgendwo? Ah ja, klar, genau, doch oben in der Holzkiste, genau. So, hier haben wir auch noch ein bisschen Stuff. Und hier haben wir soweit nichts mehr. Beziehungsweise können wir eigentlich. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So, wollen wir mal gucken. Holz ist hier. Da kommst du rein, du rein, du rein, du rein, du rein. Ha, mittlerweile haben wir wieder richtig schön viel Holz. Das tut ganz gut. Vor allem auch schon viele verschiedene Arten von Holz. Deswegen, weil ich mach den besten einfach alle hier hinten hin. Dann sind die alle an einem Fleck.
So. Sehr gut. Ah, hier haben wir auch noch Holz. Wobei das dann nicht, ne? Also ist ja allgemein, ist ja Gummi. Ist ja mehr Gummimasse als Holz. Aber, ne? Holz ist Holz. So. Blablabla. Du kommst da rein. Alles andere kommt aber eigentlich nach unten. Ja, doch, alles andere hätte ich eigentlich unten machen können. Aber guck mal, wir haben jetzt sogar diverse Stone Bricks. Siegel Bricks. Bricks. Brick, dick, 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 dick. So, du kannst auch noch da. Da könnt, by the way, auch ihr mit alle mit rein. So, habe ich jetzt mal die ganze Tasche leer? Naja, fast. Du. Und du. Und du. Und du. Und du. Wobei, nee, du kommst lieber in die Pflanzenkiste. Genauso wie ihr. Und du. So. Du noch da rein. Oh, Mann. Kisten sortieren ist immer wieder ein schwieriger Job hier geworden. So. Nee, hier. So. Ja, langsam wird's ja. So, was kann hier rein? Die Äpfel zum Beispiel. Die können erstmal hier rein. Ja, und der Rest kommt eigentlich alles oben rein, beziehungsweise bei Werkzeuge. Genau. Was kann bei Werkzeuge? Das Werkzeug. Die ganzen Sachen können alle bei Werkzeuge rein. So. Unsere Special-Werkzeuge mache ich mal nach hier unten. So und so und so. Einfach weil die einen Geilheitsbonus haben. Okay, du da rein. Die Fackeln mache ich normalerweise auch hier rein, oder? Ich weiß es gar nicht. Weißt du was? Du kommst auch nach da unten. Du hast auch einen Special-Heizbonus. So. Ja, I don't know. So. Los, mach schneller. Zack, zack. Na, hier sind die Fackeln bestimmt nicht, sondern höchstens waren sie hier immer, ne? Ich wüsste es halt nicht. Nee, ich glaube, die Fackeln waren unten. Weil die im weitesten Sinne auch Werkzeuge sind, irgendwo. Sie sind ein Werkzeug, um die Umgebung zu erhellen. So wie Helene Fischer. So, du bist auf jeden Fall ein Werkzeug. Wir hatten nur einen Eimer? Was? Nee, der hat noch mehr. Haben wir eine Kramskiste, willst du, oder was? Wo ist die Kramskiste? Wir haben nur einen Eimer? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Okay. Dann renne ich mal kurz schreiend im Kreis. So, Rainbow kommt hier. Taste the Rainbow, Motherfucker. So, und dann noch der Block kommt da oben noch mit rein. And with this, we have it. Unser Inventar ist clean, Motherfucker. So, weißt du was? 24 Minuten. Ich glaube, das können wir auch erstmal so im Raum stehen lassen. Vielleicht noch unsere Standardrüstung anlegen, also. Ein Schwert, eine Axt, ein das und das, das und das. Ja, das war's halt so. Bye. Wie sieht's aus mit Nahrung? Dachte gerade kurz, dass die Tür geht automatisch irgendwie auf, aber geht ja nicht. Ist halt geil, ne? Wovon haben wir eigentlich aktuell am meisten? Eigentlich von allem so. Also am meisten haben wir wirklich hiervon. Nach wie vor. Selbst wo wir schon so viel gegessen haben davon. Aber davon kriegen wir halt so viele. Das ist wirklich abartig. Von daher. Let's go. So. Jetzt haben wir wieder unser Standardinventar. Wir können auch gleich mal ein paar essen hier.
Perfekt. Gut, da würde ich mal sagen, soll es das damit auch gewesen sein für diese Folge. Und dann würde ich mal sagen, Tür zu. Jo. Okay. Dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder, die dann American Truck Simulator sein dürfte, glaube ich. Oder irgendwas anderes. Irgendwas halt. Gut. Ja. Bis dann. Ciao.